Innenarchitektur und 3D-Gestalten umfasst das Thema Innenraum und verbindet künstlerische Gestalten mit technischem Know-how. Das Besondere am Studiengang ist, dass die Studierenden an der spannenden Schnittstelle zwischen Architektur, Design und Kunst arbeiten. Bei der Wahl meines Studiums war es mir besonders wichtig, eine gute Kombination zwischen technisch geprägten Fächern und Kreativität mit einem hohen Praxisbezug zu finden. Am besten an meinem Studium gefällt mir, dass die Innenarchitektur genau die Schnittstelle zwischen Architektur und Design darstellt. Man denkt vom Kleinen ins Große, um dann Atmosphären und lebensnahe Situationen zu schaffen. Wir als Spezialuniversität sind einerseits theorieorientiert, andererseits aber auch, was Gestaltung betrifft, anwendungsorientiert. Diese Mischung von Theorieorientierung und Anwendungsorientierung ist ein besonderes Profil unserer Universität. An der NDU schätze ich besonders, dass man dazu motiviert wird, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Es herrscht ein Miteinander und kein Gegeneinander und man ist mit den Lehrenden mehr oder weniger auf einer Augenhöhe. Und man wird zu einer selbstständigen Persönlichkeit ausgebildet, die es auch lernt, Dinge zu hinterfragen, um dann eben auch nachvollziehbares, tiefgründiges Design zu entwickeln. Man sollte Innenarchitektur an der NDU studieren, wegen der lebendigen und kreativen Studioatmosphäre. Wir suchen Studierende, die intellektuell neugierig sind. Sie sollten selbstständig arbeiten können, aber auch teamfähig und offen sein, etwas Neues zu entdecken. Alle unsere Studierenden fühlen sich wohl. Das können wir behaupten, weil wir sie regelmäßig befragen. Warum fühlen sie sich wohl? Weil sie individuell betreut werden, aber herausfordernd betreut werden. Unsere Absolventinnen arbeiten in Architekturbüros und Designbüros. Aber ihre Einsatzbereiche sind vielfältig. Hotel, Restaurant, Shopdesign, Messearchitektur, Bühnenbild und Ausstellungsdesign oder als Interior Designers von Wohnlandschaften.